Boah, servus Freunde. Es ist schweinekalt in Deutschland, endlich mal. Wir nutzen das natürlich aus und haben hier Lärsche liegen. Ja, genau. Alles war aufgeweicht. Grundstück hinten raus auf unseren zweiten Lageplatz. Den Frost nutzen wir natürlich gleich mal aus, um mit unserem hier mächtigen Sani-Bagger rauszufahren, die Lärsche umzupoltern, weil wir da draus eigentlich einen gigantischen Lohnschnitt haben. Da wird einer alles voll besäumte Bretter und ja, das noch bis Anfang nächsten Jahres. Das sind noch ungefähr 15 Festmeter. Ja. Deswegen, Zeit ist Geld, Frost ist gut und ab dafür, rein mit dem Holz auf unseren Lageplatz 1. Jo, bis dann, ciao. Nebenbei schaffen wir noch schnell einen anderen Lohnschnitt mit rein. Ja, das nutzen wir gleich aus, weil Frost ist gut. Dann weitermachen. So, Männers. Haben wir den ganzen Polder drin? Ja. 5 Meter. Ja, es sind schon einige Stämme. Jo. Naja, machen wir dann auf wärmere Temperaturen, dass wir das auch schneiden können. Jetzt muss ich mal noch einen Zaun reparieren. Den habe ich ein bisschen lädiert. So, Freunde. Jetzt haben wir noch was ganz Besonderes. Das ist ein Lohnschnitt von einem, ja, von einer Eiche. Die ist, ja, das sieht man hier, da, das ist das Teil, mächtig, gewaltig, Egon.
Ich denke mal, die ist ungefähr einen Meter im Durchmesser an der dünnsten Stelle und an der dicksten Stelle, keine Ahnung, 1,40 Meter. Die müssen wir noch ein bisschen vorbereiten, ein bisschen beischneiden. Ja, die würde ich erstmal mit dem Bagger runterholen. Ein bisschen, ja, mal versuchen, dass wir es überhaupt runterzukriegen. Das Stück wiegt, denke ich mal, fast eine Tonne. Ist 2 Meter lang und mal sehen, ob der ja, mächtige Sunny-Bagger das auch schafft. Ja, dann bis gleich. So, Freunde, das müssen wir natürlich mit der 76 machen. Nur zum Vergleich, da ist ein 5, also knapp 80er, also 75er Schwert ist da drauf. Ja, die hat natürlich mehr Bums, eine Längsschnittkette, wie ich es im letzten Video ja schon gesagt habe. Ich werde erstmal die Seiten beischneiden und dann aber mal schauen. Anspielen bei der Kälte. Ja, wie vermutet, bei so einem alten Baum ist mit Sicherheit was eingewachsen. Kette ist total stumpf. War klar. Aber naja. Baum sieht schon besser aus. Ich denke mal, so passt er dann schon aufs Gatter. Ja, ist auch ein bisschen leichter. Genau. Na dann. Ja. Weiter geht's im Plan. So, ich sollte eigentlich erstmal das Rindenschälgerät ansetzen. Ja, der ist mit Sicherheit durch den Dreck gezogen worden. Ich habe ihn ja auch gerade hier runter gezogen. Ging nicht anders. Ja, da werde ich ihn erstmal mit dem Rindenschäler bearbeiten, dass der Dreck runter ist. So, Freunde, geschält ist er. Sieht man hier. Ja, mit dem Schälgerät, das war, macht keinen Spaß.
Es staubt und qualmt, die Teile fliegen sonst wohin. Ja. Jetzt machen wir noch weiter Brennholz. Die Leute rufen an, die brauchen das, weil es halt kalt ist. Jo, genau. Spalter ist noch ganz schön kalt. Das Öl muss erstmal warm werden und dann klingt das auch besser. So, jetzt machen wir noch ein paar Brennholzbündel, weil die gehen uns auch langsam aus. Ja, ab dafür. So, Freunde, es war mal wieder ein ganz normaler Tag im Sägewerk. Natürlich haben wir noch viele andere Sachen gemacht.
Ich werde es noch ein bisschen weiter auf Brennholz machen, die Bündel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, war jetzt dieses Mal nicht so informativ, war mehr, Alltag, ne, im Sägewerk. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht, dann Daumen nach unten. Wenn ihr noch nicht habt, abonniert unseren Kanal. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, auch Kritik, einfach unten in die Kommentare. Wir versuchen es dann zu beantworten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen vierten Advent. Ja, mal sehen, ob wir bis Weihnachten noch ein kleines Filmchen machen. Müssen wir sehen, wie das Wetter sich entwickelt. Ich hoffe mal, dass es ein bisschen wärmer wird, dass wir nächste Woche auch wieder schneiden können. Ja, na dann würde ich sagen, see you later. Ciao, ciao.